Da kommt unser Stargast, oder? So, oh wei, eure Vorstellung ist jetzt untergegangen. Entschuldigt. Also nochmal, Andrea Kaufmann, Janet Wagner, Viktoria Ollich haben sich gerade vorgestellt und jetzt kommt unsere eigentliche Hauptperson für den heutigen Abend, Holger Holland. Sag mal einfach ein, zwei Sätze über dich. Genau, ich fasse mich kurz. Ja, Holger Holland, Vorsitzender von Let's Do Germany e.V., gemeinnütziger Trägerverein des World Cleanup Day in Deutschland. Ich bin der Initiator auch seit 2018 hier in Deutschland, aber auch in der Schweiz mittlerweile. Und ja, nun seit neuem sind wir dem Thema Digitalisierung unterwegs und seit 2 Jahren gibt es den Digital Cleanup Day. Und um den geht es heute und dazu werde ich noch ein bisschen was erzählen. Dann. Ja, super, vielen Dank. Ja, also wir freuen uns sehr, dass Sie auch zu so später Stunde noch sich so einem wichtigen Thema widmen wollen. Unser Thema ist heute digitales Aufräumen fürs Klima, eine Challenge für Bibliotheken. Und wir möchten diesmal den digitalen Müll so ein bisschen aufs Korn nehmen. Und die Auswirkungen auf Umwelt und Klima ins Visier nehmen. Und natürlich, wie immer in dieser Reihe, ich weiß nicht, wer uns alles kennt, aber also wir gucken halt immer, was wir auch tun können, wo wir anpacken können, wir als Bibliotheken, wir als Privatpersonen. Und das werden wir heute auch machen. Wir werden wieder viele Tipps geben. Es wird hinterher also auch noch eine Nachbereitung geben von dieser Veranstaltung. Also Sie werden das Video, den Link zum Video dann bekommen und noch ja, weitere Materialien. Ja, erstmal soweit und ich würde vorschlagen, also wir haben naja, ein ziemlich umfangreiches Programm, deswegen gehen wir jetzt sofort auch in Medias Res. Und ich würde vorschlagen, Holger, wir haben die erste Sparte unserer Veranstaltung so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten genannt. Und er wird so ein bisschen ein paar wissenschaftliche Fakten bringen, wie das Digitale und das Klima zusammenhängen. Ja. Okay, ich wollte dann unmittelbar übernehmen. Ich hoffe, man hört mich und die Präsentation ist auch zu sehen. Sehr schön. Genau, vielleicht nochmal so ein bisschen, was passiert heute alles allgemein, so ein Trichter in das ganze Thema rein. Der Digital Cleanup Day ist geboren, eine globale Bewegung, kommt nachträglich, was nachgelagert, dem World Cleanup Day. Ich würde ganz kurz damit anfangen, was ist der World Cleanup Day eigentlich? Und den gibt es seit 2018. Der ist immer am dritten Samstag im September und wir hatten letztes Jahr im September knapp 15 Millionen Teilnehmer weltweit in über 190 Ländern. Und da kümmern wir uns um die Sachen, die ja im öffentlichen Raum liegen, der Müll, der Abfall, der da nicht hingehört. Und das ist zum Teil natürlich Plastik auch, eines der wichtigsten Träger, aber viel, viel mehr. Ist also ein großes Thema. Hier geht es im Endeffekt im Kern um Bewusstsein auf der einen Seite, aber auch um Bildung auf der anderen Seite und das global. Die Bewegung kommt aus Estland, ist dort 2018 gegründet worden. Dann wurden Cleanup-Aktionen immer dezentral, weltweit, unterjährig durchgeführt und dann 2018 zum ersten Mal dediziert in 24 Stunden gemeinsam auf der ganzen Welt. Wir starten diesen Aktionstag immer in Neuseeland um 10 Uhr und dann läuft einmal die grüne Welle around the globe 24 Stunden und dann hören wir irgendwie auf Hawaii auf, um zu zeigen, dass das Thema ein globales Thema ist, aber eben sehr stark lokal verortet. Das, wie gesagt, mit mittlerweile mehreren Millionen Teilnehmern. Und vor 2 Jahren, wenn man den realen Müll draußen findet, gibt es aber eben auch ein Komplementär und das ist der digitale Müll, der auch sukzessive immer mehr und uns auch immer mehr umgibt. Und das ist uns allen tatsächlich sehr oft noch gar nicht so bewusst, weil den sieht man eben nicht so. Draußen gibt es auch psychologisch nachgewiesen sogenannte Trash Blindness oder Müllblindheit. Das heißt, auch viele sehen draußen den Müll nicht, aber im Netz oder im Internet oder im World Wide Web ist das ganze Thema natürlich noch ein bisschen größer.
In meinem ersten Leben bin ich Dozent für Informationstechnologie. Also das ganze Thema der Vernetzung, der Digitalisierung mache ich sowieso sehr täglich oder bin in dem Thema drin, weiß also tatsächlich, dass man die Dinge noch nicht so wahrnimmt. Dieser Mindset ändert sich aber in den letzten Jahren und deswegen hatten wir auch, deswegen sind wir froh, dass wir am letzten Digital Cleanup Day, den wir dann jetzt immer im März machen, immer am 3. März jeden Jahres, über 1 Million Teilnehmer weltweit. Das Thema ist aber eben nicht so fassbar wie der Müll draußen, vermeintlich. Aber man muss halt eben sehr viel auch hier wieder Awareness schaffen, aufklären und in die Bildung gehen. Deswegen nochmal herzlichen Dank für die Einladung hier in die Runde, in das Netzwerk. Wir sind froh, ich bin froh, das Projekt in Deutschland, aber auch im gesamten Dachgebiet hier zu präsentieren, eigentlich sogar europäisch. Also ich sitze gerade in Lissabon und das Projekt kommt aus Estland. Also das hat eine sehr schöne europäische Komponente und zeigt aber auch, dass die Dinge eben zusammengehören. Und es ist auch gut so, dass wir, also das ist auch schon der erste Trigger, den ich sagen will, weil es ist gut, dass wir uns hier virtuell zusammenfinden. Das kostet zwar auch Energie, weil wir hier einfach Energiekosten haben. Hier entsteht ein gewisser CO2-Fußabdruck just genau in diesem Moment durch die Bildübertragung, durch die Bandbreite, weil wir eben alle auf einen Stream zusammen zugreifen. Und wie wir vorhin gesehen haben, wird es auch noch, oh mein Gott, aufgezeichnet. Das heißt, da entsteht natürlich auch noch mal eine Komponente. Die ist aber weit niedriger, als wenn wir uns jetzt einfach mal alle entspannt in Lissabon zum Beispiel, schön warm hier, aber wir hätten uns auch in Berlin treffen können. Auch, habe ich gehört, heute wunderbar Sonne dort. Hätten wir uns auch treffen können. Das wäre aber noch ein ganz anderer CO2-Fußabdruck gewesen. Nichtsdestotrotz müssen Systeme verbessert werden. Und also nach dem virtuellen Meeting kommt dann unmittelbar auch die Frage, wo sind die Daten eigentlich nach dem Meeting? Was passiert denn mit den Daten? Verbrauchen die jetzt tatsächlich Strom? Wo entsteht da jetzt eigentlich der CO2-Fußabdruck? Das werden ich heute gemeinsam mit Ihnen ein bisschen beleuchten und auch den einen oder anderen Impuls vielleicht geben für Ihre tägliche Arbeit. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn das gelingen würde. Und natürlich auch Sie herzlich einladen, am 16. beziehungsweise in Richtung März, am 18. März diesen Jahres am Digital Cleanup Day teilzunehmen, aber auch vielleicht am 16. September das Thema der physischen Umgebung, des physischen Cleanups auch zu bespielen. Wäre eine schöne Komponente, wenn wir das eine oder andere hier aus heute hier heraus mit anstoßen könnten. Ich gehe mal ein bisschen rein, allgemein. Wie gesagt, wir sind ein globales Movement. Das heißt, Movement, da war das erste englische böse Wort. Es kommen noch viele andere englische Wörter. Ich kann sie wahrscheinlich nicht alle vermeiden. Ich versuche mein Bestes, es möglichst in einem deutschen Sprech umzusetzen. Aber es ist, wie es ist. Und vor allen Dingen die digitale Welt, das ist auch getriggert. Da war es das Nächste. Ist einfach getragen auch durch sehr viele Anglizismen, weil einfach das ganze System global grundlegend englisch basiert auch ist. Deswegen verzeihen Sie das ein oder andere, was wir aber machen können. Wir haben 3 Slots geplant und nach jedem Slot gibt es auf jeden Fall eine, jetzt hätte ich es fast getan, Q&A-Session, also eine Antwort- und Frage-Sektion oder Einheit. Und dann einfach gehen wir einfach bitte in den Dialog. Ich möchte hier auch keinen Monolog halten, um Gottes Willen. Ich freue mich über den Dialog. Das gemeinsam miteinander, das bringt uns um die Uhrzeit auch alle viel, viel weiter und da haben wir auch alle viel mehr Spaß. Das soll auf jeden Fall kein Frontalunterricht werden, um Gottes Willen. Wie fangen wir an? Wir haben zur Thematik, wie gesagt, es gibt einen, der Träger der gesamten Bewegung kommt eben aus Estland und da gibt es auch so einen kleinen Trailer, mit dem fangen wir einfach mal an. Da sind so ein paar englische Worte sehr wahrscheinlich drin, die nehmen wir uns heute noch auf des Abends nochmal sukzessive vor. Ich hoffe, das Video funktioniert. Wir lassen es mal laufen. Ansonsten haben wir es ja spätestens in der Aufzeichnung hinten raus, würde es dann ja funktionieren. Ich stelle auch im Übrigen die Präsentation im Nachgang zur Verfügung. Das ist aber überhaupt kein Thema. Auch die Webseite ist parallel hier www.digitalcleanupday.de. Auf der Seite finden Sie alle Informationen, auch das, was hier gesagt wird, nochmal zum Nachlesen und auch dann zur Nacharbeit. Arbeit bei Interesse. Starten wir mal mit einem kleinen Video, hoffentlich.
Genau, hier sehen wir nochmal den Anker auch in die globale Achse. Ich mache den Trichter nochmal nach oben auf. Auf der englischsprachigen Seite digitalcleanupdate.org, das ist die englische Version, finden Sie all das Gesagte hier auch nochmal in der englischen Distribution. Und wie gesagt, auf digitalcleanupdate.de den gesamten Stream auf Deutschland. Hier ist das Logo von Let's Do It. Das ist die Bewegung, die globale Bewegung, die also über den World Cleanup Day gekommen ist und aus der Digital Cleanup Day in den letzten Jahren erwachsen ist. Ein paar Sachen dazu hatte ich schon gesagt. Wie gesagt, die ganze Geschichte kommt aus Estland. Es geht um unsere Zieldefinitionen, die vielleicht nochmal zu benennen. Warum tun wir das alle? Also das gesamte deutsche Team halt im Trägerverein Let's Do Germany ist pro bono unterwegs. Also wir machen das alles 100% ehrenamtlich. Wir tun das neben unseren Tätigkeiten einfach, weil wir sagen, die Dinge liegen auf der Straße auf der einen Seite, aber auch natürlich halt in den Rechenzentren nun zum anderen. Und wir müssen, und das ist tatsächlich ein Muss, die Dinge angehen, weil wir haben ein globales Problem. Das bekommt der ein oder andere, der in Berlin lebt, natürlich halt hier und da morgens nochmal mit dem einen oder anderen, der da an der Straße klebt, nochmal genauer zu Gesicht. Aber ich glaube, jedem ist auch auffällig. Ich komme selber aus einer Mittelgebirgsregion. Also wenn ich sehe, wie die Temperaturen hochgehen, also aktuell sind da gerade Biathlon-Weltmeisterschaften bei 7 Grad plus im Regen. Ich glaube, es ist Februar. Also die Dinge sind nicht mehr so rund, wie sie sein sollten. Das heißt, ich denke, der ein oder andere, der das leugnet, ist auf der falschen Welle. Aber wir müssen die Sachen angehen und die Sachen können wir nur gemeinsam angehen. Und gemeinsam, da meine ich eben Zivilgesellschaft auf der einen Seite, aber eben auch Unternehmen und vor allem auch, das darf man nicht vergessen, die Politik hat auch eine Verantwortung. Dafür wählen wir hier. Und aber am Schluss müssen wir das gemeinsam machen. Die einen müssen die Schranken machen und die anderen müssen halt eben das Thema tragen, und zwar gemeinsam tragen. Das ist halt bei der einen oder anderen Richtung eben nicht so einfach. Deswegen auch nochmal danke dafür, dass das Thema im Bereich der Bibliotheken, also auch also der Schul-, Hochschulbildung natürlich halt sukzessive an Fahrt gewinnt. Danke dafür. Und was ist unsere Zieldefinition? Wir wollen in einer sauberen, gesunden und müllfreien Welt leben. Das ist das Visionsbild der gesamten Bewegung. Und daran richten wir die gesamten Kampagnen, alles, was wir tun. Auch unser Schulbildungsprojekt, die Müllfibel, richten wir genau an diese Thematik aus. An den Aktionstagen, sowohl den World Cleanup Day ebenfalls auch am Digital Cleanup Day, wollen wir 5% der Bevölkerung aktivieren. Warum die 5%? Ganz kurzer Exkurs da rein. Es gibt das sogenannte Harvard Principle. Bei 3,5% kann man Systeme tatsächlich wandeln oder in einen Wandel gehen. Ich möchte jetzt keine Vorlesung halten, wie ein Change funktioniert oder ein gesellschaftlicher Change funktioniert, aber das steckt genau dahinter. Das setzen wir an und diese 5% ist unser Ziel. Also ich hoffe, dass Sie auch dann am 18.03. möglichst viel in Ihrer Region mit bewegen und aktivieren können, um in dem Fall an der digitalen Komponente mit zu unterstützen, diese 5% zu erreichen. Und das ist auch das Schöne an der ganzen Geschichte. Also alles, was Sie beispielsweise am 18.03., aber auch am 16.09. tun, tun Sie in diesen 24 Stunden gemeinsam mit der ganzen Welt. Und das ist einfach vom Bild her gesehen einfach ein sehr starkes Bild. Was ist die globale Achse, die zeigt, dass man lokal was tun kann? Also jeder kann was tun. Das ist auch die Kernmessage der Kampagnen, die wir betreiben. Lasst uns unseren digitalen Müll entsorgen, etwas für unsere Umwelt tun. Na, das ist so der ganz profane Einstieg in das ganze Thema. Und wo haben wir denn jetzt eigentlich die Thematik des digitalen Mülls? Also wo trifft der eigentlich, wo kommt der eigentlich her? Also wo finden wir ihn? Wo sind die Punkte oder die Hebel, die wir ansetzen können? Also zum einen werden wir heute auch hier und da vertiefen, über E-Mails. Ein ganz großer Träger, und das ist vielen gar nicht bewusst, ist einfach die Thematik E-Mail. Ja, scheinbar kleine Message, mal ein For Your Information oder vielen Dank Antwort. Und wir reden nicht nur über E-Mails, sondern auch die gesamten Messenger, also Chat-Systeme greifen da 1:1 in das ganze Thema mit rein. Hier wird sehr viel kommuniziert. Aber dieses Kommunizieren über diese Systeme erzeugt einfach einen hohen Energieverbrauch über die Bandbreiten. Ich möchte keine technische Vorlesung halten, aber es sind natürlich ja Netze vorhanden, Bandbreiten, die genutzt werden, Netzwerkknoten, die genutzt werden, Rechenzentren, die genutzt werden, um exakt diese vermeintlich kleine eine Message eben zu verteilen an mehrere oder eben dediziert an eine Person. Verbraucht aber am Ende des Tages Energie. Und Energie ist wiederum der Träger. Dadurch gibt es einen CO2-Eintrag. Das ist der CO2-Footprint, der entsteht. Da schauen wir uns die Zahlen, Daten, Fakten später mal an. Vielleicht eine kleine Zahl schon vorab. 2 Gramm pro Mehl. Also die einfachste, kleinste Mehl, ohne Bilder, ohne alles, verbraucht 2 Gramm CO2. Klingt erstmal nicht viel.
Nachher wird nochmal die Frage im Raum kommen, halt, wie viele Mails denn gefühlt so weltweit eigentlich täglich versendet werden. Ich kann schon mal spoilern, das sind mehrere Milliarden. Und das ist einfach genau die Thematik, die Menge macht's. Und da es ein globales Thema ist, wird auf einmal die Zahl auch unfassbar groß. Wo haben wir noch die Schnittmenge? Wir haben natürlich die Dateien. Jeder von uns hat sie jeden Tag. Und es ist egal, ob die in der Cloud liegen oder auf einem lokalen Rechner. Sie werden, oder ob sie kollaborativ genutzt werden, das heißt über ein zentrales System, wo mehrere Personen oder Arbeitsgruppen darauf zugreifen können, egal wo sie herkommen, es sind Dateien, die da sind. Und die verbrauchen im Endeffekt auch zum einen Speicherplatz, aber je nachdem, wie sie gesichert sind, eben aber auch Energie. Denn sie sind nämlich gebackupt. Also dort werden Backups hergestellt, sie werden gespeichert und das nicht nur einmal, sondern es gibt sogenannte Tier-Level und diese Tier-Level sagen halt die Wichtigkeit der Daten aus und das halt eben wichtige Daten sind. Gerade im Unternehmenskontext sprechen wir einfach grundlegend von wichtigen Daten, weil das geht. Ja, dann werden die halt auch bis zu dreimal gebackupt. Diese drei Backups müssen auch irgendwo sein. Und dann sagt man auch genau von der Theorie her, wo sollten sie sein? Und dann auf jeden Fall nicht im selben Raum. Das heißt, wir sprechen von mehreren, von mindestens zwei unterschiedlichen Datenzentren, die geotechnisch auch noch, georäumlich auch noch getrennt sind, also nicht vor Ort sind und, und. Und auf einmal werden die Daten hin und her gespiegelt, genauso wie wir jetzt auch klar durch unseren Stream, den wir haben, Energie verbrauchen und CO2 erzeugen dadurch und einen CO2-Eintrag erzeugen dadurch, passiert das exakt genau auf der gleichen Ebene mit absolut jeder Datei, die uns umgeben. Außer es ist halt wirklich ein Standalone-Rechner, der nicht am Internet ist, der wirklich nur vor sich hin arbeitet. Das sind aber mittlerweile die wenigsten. Denn die Vernetzung ist das, was massiv zunimmt und auf das, ich denke, das unterschreibt jeder. Das bekommen wir täglich in der Arbeit mit, das bekommen wir im Privaten mit. Der Vernetzungsgrad der Gesellschaft wird einfach größer. Und durch diesen Vernetzungsgrad, dieses Ansteigen, zieht natürlich auch den CO2-Eintrag nach oben und den Energieverbrauch nach oben. Weil CO2-Eintrag und Energieverbrauch gehören in dem Falle absolut zusammen. Was ist noch ein Thema? Apps. Apps unterschätzen wir teilweise, weil Apps haben natürlich einen gewissen Impact, weil Apps sprechen mit dem Besitzer oder demjenigen, der sie erzeugt hat. Ja, die meisten reden einfach mal so nach Hause und berichten, was denn so auf den Devices lokal vorhanden ist. Das ist teilweise DSGVO-konform, aber bei anderen Anbietern, gerade wenn man im asiatischen Raum ist, da achtet man nicht so unmittelbar auf eine DSGVO, weil die gibt es da nämlich gar nicht. Da gibt es auch kein GDPR, also da gibt es auch keine Privacy-Richtlinien oder Rules, an denen man sich da hält. Da sieht man das ganz anders. Und das ist aber auch ein Teil auf dieser Welt. Klar, das ist eine andere Region auf der Erde, aber dennoch gehört es letztendlich hier mit dazu. Und wenn ich solche Apps nutze und wer weiß schon tatsächlich, wo sie dann wirklich final programmiert sind, da beschäftigt sich der wenigste oder die wenigsten damit, dann entsteht da auch eine Kommunikation von meinen Geräten, was wiederum auch Energie verbraucht. Auch der Akku, ja, der geladen werden muss. Es gibt gerade einen Bericht von letzte Woche war es gewesen. Es geht wieder mal gegen Facebook. Gut, Facebook heißt ja mittlerweile Meta. Sie haben einen schönen Bogen gemacht. Sie heißen ja jetzt anders. Aber dennoch ist es trotzdem Facebook. Und Facebook hat von der App einen sehr hohen Energieverbrauch schon immer gehabt. Und jetzt haben sie sogar den Punkt, dass sie das sogar forcieren. So, das heißt, wenn ein Unternehmen also auch noch forciert den Energieverbrauch der einzelnen User, und ich meine, sie haben viele im Milliardenbereich User, die das System nutzen, dann erzeugt das auch einen großen Impact. Und dann ist es halt eben entscheidend, was ich wiederum mit meinen Geräten mache. Und die meisten von uns haben mehr als ein Gerät. Ja, es werden also auch da mehrere. Ja, man zählt auch, wenn man genauer hinschaut, auch den Kühlschrank mittlerweile dazu oder das Bügeleisen, die Kaffeemaschine. Die Dinger werden alle smart. Und dieses smart bedeutet, in dem Moment ist da ein PC drin oder ein Computer. Und dieser Computer kommuniziert mit einem Netzwerk, weil der hat eine feste Adresse und der gehört dann in diese ganze weltweite, in dem Falle IoT-Struktur, also Internet of Things, also das Internet der Dinge, da gehört das dann mit rein. Kommunikation den ganzen Tag, überall andere Richtungen. Gleiches Thema auch Autos. Wir sind zwar da erst in einem frühen Stadium, aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir autonomes Fahren einfach haben. Dort werden noch ganz andere Datenmengen halt verteilt und kommuniziert. Also das Thema nimmt auch im wahrsten Sinne, wie in dem Beispiel zu sehen ist, Fahrt auf. Wo haben wir es noch? Es sind die Duplikate, die wir alle haben. Die werden erzeugt von Fotos, Videos. Ich meine, da haben wir immer ein paar mehr. Doppelt sicher ist sicher. Und dann macht man nochmal einen Shot. Muss man das wirklich tun? Wenn wir uns anschauen, weil jedes dieser Datensätze erzeugt im Endeffekt einen Fußabdruck.
Und da muss man sich die Frage stellen, macht es Sinn? Denn hinten raus, das hatte ich schon gesagt, dieser Müll verursacht hinten heraus eine Umweltverschmutzung, denn er verbraucht Energie. Und jetzt kommt die Zahl. Es gibt zwei Zahlen. Das ist jetzt eine IBM-Zahl. Man spricht von sogenannten Dark Data. Diese Zahl von IBM jetzt hier sagt, dass man aktuell in Unternehmen etwa eine Dark Data-Zahl von etwa 80% hat. Das bedeutet, 80% der Daten, die im Unternehmen gespeichert sind, sind zum jetzigen Zeitpunkt wertlos. Also sie könnten sofort gelöscht werden. Der Haken ist aber daran, keiner weiß, wo die sind. Die lassen sich nämlich sehr schwer analysieren. Und deswegen sind sie nicht löschbar. Deswegen werden sie jeden Tag, jede Sekunde hyperredundant, einfach, zweifach, dreifach nochmal gebackupt und in irgendwelchen Daten- oder Rechenzentren, Datacenters dieser Erde verteilt. Problem. Aber nicht nur in Unternehmen ist das das Problem, sondern im Endeffekt auch bei uns. Ja, also wir haben, das ist die Zahl, ist noch größer. Wir gehen davon aus, dass die Zivilgesellschaft oder die privaten User des gesamten Internets 90% aller Daten unmittelbar löschen könnten. Und wenn man sich jetzt mal genauer anschaut, seine eigenen Bilder, seine Musiksammlung und seine Videosammlung und, wenn man es erstmal zusammenzählt, kommt da schon was zusammen. Gerade solche Treiber wie Videos, die sehr viel Platz wegnehmen, sind da natürlich halt prädestiniert. Das Internet produziert jedes Jahr mehr als 900 Millionen Tonnen CO2. Das eine Zahl kann man sich jetzt sehr schwer vorstellen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel. Und was aber an der Zahl der Haken ist, wir sind am Anfang. Wir reden vom Internet, so wie wir es jetzt momentan, wie es entwickelt, haben wir eine Historie von etwa 20, 25 Jahren, wo es wirklich sich so oft, wo es so Fahrt aufgenommen hat. Die wirkliche Fahrt des Internets kommt in der nächsten, kommt im Endeffekt im Zeitalter des Web 3.0. Da sind wir auch unmittelbar davor. Ich denke, der ein oder andere hat es bestimmt schon gehört. ChatGPT, also unsere künstliche Intelligenz, die gerade um die Ecke kommt, seit November letzten Jahres auch für die, sagen wir mal, für die breite Masse zugänglich. Das ist aber im Endeffekt nichts Neues. Das System von IBM Watson gibt es seit 10 Jahren. Die bauen da alle schon viel, viel länger dran. Unternehmen und Konzerne nutzen dieses System auch schon länger. Für die breite Masse, so wie es ChatGPT jetzt in den Markt reingeschoben hat, ist das natürlich halt eine vollkommen neue Sache. Es gibt eine Harvard-Analyse dazu auch, die sagt, die Einführung der AI, also der künstlichen Intelligenz, ist ungefähr so zu bewerten, wie wenn man jetzt das gesamte Internet multipliziert mit der Einführung der Smartphones oder der Smart Devices um 2007 rum. Also wenn man diese beiden Werte zusammennimmt, multipliziert, das ist das, was der Impact sein wird, den die künstliche Intelligenz in den nächsten 15 Jahren insgesamt weltweit bewegen wird. Also eine Zahl ist nicht vorstellbar, und wenn Sie sich mal vorstellen, bis 2007 gab es nicht mal ein iPhone, hat Nokia auch gedacht, dass die Dinger sich nicht durchsetzen. Ein Jahr später war Nokia förmlich weg und mittlerweile ist Nokia immer noch nicht wieder da. Aber seit diesem iPhone, dem ersten, seitdem haben wir die Smartphones, und das multiplizieren wir jetzt mit der gesamten Internettechnologie, mit all dem, was wir haben, also ab Beginn, so Mitte 90er Jahre in diese Richtung, das nehmen wir jetzt als den Wert. Das ist das, was kommen wird. Und da sind diese 900 Millionen Tonnen CO2 überhaupt gar nichts. Und das ist also ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen letztendlich, weil es ist Aufklärung. Wir müssen wissen, wo sind die Daten in der Zukunft, wie gehen wir damit richtig um, um im Endeffekt wirklich auch einen sinnvollen Umgang mit diesen Daten überhaupt zu gewährleisten. Zahlen, Daten, Fakten, ich hoffe, ich übertreibe es nicht. Nein, ich werde es nicht übertreiben. Es ist auch alles zum Nachlesen. Es sind auch so viele Zahlen, Sie können die sich gar nicht merken. Es sind auch so groß, vom Vorstellen reden wir gar nicht. Aber es ist jetzt mal ein Blick auf die globale Achse, auf die große Achse. Nehmen wir uns mal den zweiten Wert an. Also diese 62 Milliarden Spam-Mails pro Jahr entsprechen einem Energieverbrauch. Gibt es auch zwei Statistiken. Es gibt einmal die 120.000 Haushalte Energie. Es gibt auch eine andere Statistik, die sagt, es können bis zu 200.000 Haushalten von jährlichen Energieverbrauch damit abgedeckt werden. Aber ob das nun der ein oder andere Wert ist, ist trotzdem Wahnsinn. Weil diese grundlegenden 62 Milliarden Spam-Mails sind kompletter Müll. Die braucht nämlich gar keiner. Von Haus aus sind die schon nicht effektiv. So, und da nützt es auch nichts, die rauszufiltern. Klar, es filtern eine Option, aber die werden ja trotzdem versendet. Also, großes Thema. Wenn man sich nur mal in diesen Spam-Bereich reinschaut. Oder wenn man, das ist eine Zahl, die ist auch spannend, und ich denke auch, die ist spannend für Sie, wenn Sie das Projekt aufgreifen oder die Idee aufgreifen, hier tiefer einzutauchen, 1 Gigabyte Daten löschen. Und das ist egal, ob das Videodaten sind, Bilddaten auf einem Telefon, Audiodaten, ja, irgendwie in der Cloud gespeichert. Wenn Sie dann 1 Gigabyte rauslösen,
und sagen, wir löschen den. Der muss aber auch aus dem Papierkorb gelöscht sein, aber das sage ich später nochmal was. Dann spart das mal 250 Gramm CO2. Erstmal nicht viel. Wenn man aber bedenkt, dass wir mittlerweile Zettabytes an Daten im Internet haben, dann ist das tatsächlich eine Komponente. Dann ist das nämlich hochgerechnet auch wiederum sehr, sehr viel. Oder was auch eine Zahl ist, die Mails, die wir pro Jahr versenden, also das ist jetzt der Wert aus 2022, 333 Milliarden Mails pro Jahr versenden wir. Wenn man das rüberrechnet ins CO2-Äquivalent, entspricht das mal einfach 666.000 Tonnen. Um das mal ein bisschen plausibler zu machen, wenn wir jetzt, ich hatte es vorhin eingangs gesagt, eine Mail, nehmen wir mal an, eine kleinste mögliche Mail, 2 Gramm CO2, also da ist kein Anhang drin, da ist nichts drin, also nur rein die Mail, dass man die von A nach B transportiert, verbraucht 2 Gramm CO2. Diese 2 Gramm CO2 auf die Menge der gesamten Mails pro Jahr hochgerechnet, sind einfach mal 5,5 Millionen Flüge Berlin-Frankfurt, die das vom CO2-Äquivalent entsprechen würde. Also das ist schon eine nicht zu verachtende Zahl, aber immer in der Hinterhand und im Kopf behalten, das wächst. Ja, also wir sind hier, ich komme mal auf den ersten Wert zurück, gerade mal oder schon, das überlasse ich jetzt Ihnen, weil wie Sie es sehen, 50% der Weltbevölkerung nutzt bereits das Internet. Also wir sind noch gar nicht global komplett vernetzt. Wir wissen aber natürlich halt, dass die Weltbevölkerung steigt. Das heißt, der Vernetzungsgrad aus diesem Bereich nimmt natürlich auch immens und massiv zu. Und jetzt schaut man mal, wie der aktuelle momentane CO2-Emissionseintrag ist. Da sind wir schon bei 4-7%. Diese 4-7 kommt eben auch aus unterschiedlichen Statistiken. Das ganze Thema ist sehr jung. Es ist auch wissenschaftlich sehr jung. Die Qualität der Statistiken nimmt gerade sukzessive zu. Das ist auch gut so, aber es gibt eben jetzt auch erst sehr viel Entwicklung in das Thema rein. Also ich komme ja selber aus der IT. Ich weiß ganz genau, dass in den letzten Jahren, und das ist natürlich auch getrieben durch die ganze Tech-Industrie und durch die Tech-Unternehmen, also uns als ITler ist das schon die ganze Zeit klar, dass da Energie verbraucht wird und dass das einen CO2-Eintrag hat. Man hat es natürlich halt nach Möglichkeit erstmal nicht so relevant betrachtet und nach außen getragen. Jetzt fängt man aber an, sich der Thematik auch zu nähern und das auch die deutschen Rechenzentren nehmen das Thema mittlerweile sehr ernst, weil gerade in den Rechenzentren, da wird die Energie verbraucht, dort müssen die Serversysteme gekühlt werden. Dort ist übrigens auch die Cloud. Ne? Also wir reden ja immer über die Cloud, aber die muss ja irgendwo sein. Und die ist genau in diesen Rechenzentren. Und genau da wird die Energie verbraucht. Und da geht die ganze Thematik auch im Endeffekt hin. Das heißt, die müssen auch was machen, natürlich machen. Und damit haben sie jetzt auch angefangen und machen das auch schon ganz gut. Aber auch darüber öffentlich zu reden, hilft ungemein, so ein bisschen den Druck zu bringen in die Gesellschaft. Ne? Unternehmen bewegen sich nicht schon sehr oft, eigentlich immer erst in dem Moment, wenn entweder ein politischer Druck kommt, weil es eine Gesetzesgebung gibt oder weil die öffentliche Meinung einfach sie dazu bringt, etwas zu ändern. Und das ist in dem Fall exakt hier von beiden Seiten der Fall. Also einmal macht die EU und auch Deutschland im Bereich der Gesetzgebung einiges, gerade was jetzt die E-Thematik oder E-Waste-Thematik im Endeffekt betrifft. Aber natürlich wir als Bürger oder als Zivilgesellschaft oder auch Unternehmen oder auch der kommunale Bereich kann eben sehr viel Druck ausüben, indem wir solche Projekte wie den Digital Cleanup Day oder den World Cleanup Day oder andere Kampagnen aktiv präferieren und auch vorantreiben, weil das hebelt einfach in diese Richtung und dann kriegen wir das Ding auch in die richtige Richtung reingedreht. Tendenz der ganzen Geschichte des Internets, naja, wir laufen auf etwa 14% CO2-Gesamteintrag in den nächsten Jahren hin. Das haben wir wahrscheinlich 2030 sogar schon erreicht. Das sind halt Wenn-Zahlen. Kann auch schneller gehen, kann auch ein paar Tage länger dauern. Aber man sieht trotzdem schon, was das für eine Dimension ist. Alleine schon vom Stromverbrauch. Also 20%, ein Fünftel des kompletten Energieverbrauchs der gesamten Erde wird dann im Endeffekt im Bereich der digitalen Vernetzung, also dass wir mit Smartphones Bilder hin und her schicken können, Messenger bedienen können und. All das liegt ein Fünftel im Bereich, was wir damit erzeugen. Also ein ganz wesentlicher Sektor, der eben auch sich genauer angeschaut werden darf. Vielleicht noch die Zahl hier unten, wenn wir, ja, also nehmen wir mal die Cloud-Nutzer, die 1000 Fotos auf der Cloud speichern. Ich denke, das ist jeder, der ein Smartphone hat, und es ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Apple-Device ist, ein Android-Gerät ist oder was auch immer, Microsoft, ist vollkommen egal. Die 1000 Fotos hat jeder schon, weil die werden ja nicht mehr nur auf den Geräten gespeichert, sondern sie
Geräte backuppen, die ja durch vorhandene App-Systeme ja automatisch, beziehungsweise kann man das ganz günstig ja sogar machen. Und viele der Anbieter, wie zum Beispiel in Google, also / Alphabet, machen das ja auch bis zu einer gewissen Größe. Ich glaube, 10 Gigabyte sind da ja sogar noch umsonst. Das heißt, diese 1000 Fotos sind überhaupt keine große Geschichte, dass die da wirklich in der Cloud liegen. Und wenn man diese 1000 Fotos mal rübernimmt, dann erzeugt das einfach mal jährlich rund 11.000 Tonnen CO2. Und das ist mal eine plastische Zahl. Das sind mal wieder entspannt 87.000 Flugreisen, Hamburg, München. Und auch hier sieht man, wie sich das ganze Thema hochrechnet. Wenn ich so weit in die Zahlen gehen, können wir nachher noch drüber reden, denke ich. Vielleicht nochmal so die typischen Fragen, das Warum, das Wie und das Was. Fangen wir mal mit Warum an. Also warum tun wir das eigentlich? Also warum gibt es den Digital Cleanup Day? Was ist die Intention? Dann haben wir zwei Achsen und das sind einmal die zivilgesellschaftliche Dimension. Spannend für Sie auch sicherlich, um den einen oder anderen dazu, ja, zum einen zu überzeugen, mitzumachen, aber auch zu erklären, warum man es tut. Also man darf sich und möchte sich halt eben auch in Umweltauswirkungen der digitalen Technologie bewusst werden. Also dieses Bewusstsein, das haben wir jetzt Awareness, und da gibt es ganz viele andere Kampagnen, die da auch reingehen. Es beginnt eben hiermit mit dieser Kampagne auch das Thema am Anfang. Ja, es ist nicht hyperwissenschaftlich, wenn man nicht genau reingeht, aber es muss halt eben auch für den Endverbraucher, also für die Konsumenten, für uns alle Zivilgesellschaft, eben simpel sein. Ich sage immer KISS, ne? Keep it simple, stupid. Das hilft ungemein, um das Thema erstmal anzufangen. Und dann sieht man automatisch, wenn einmal das Ding losgegangen ist, dann gehen die Leute auch rein und beschäftigen sich sukzessive mehr mit dem Thema. Es ist, den Digital Cleanup Day durchzuführen, eine aktive und konkrete und vor allen Dingen auch einfache Maßnahme zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen. Einmal von der Person, aber auch natürlich halt von dem Kreis, den ich das mache. Also jetzt bin ich hier noch im privaten Bereich. Wir werden dann weiter unten sehen wir noch, was denn Unternehmen oder auch Träger davon haben. Aber natürlich verringere ich auch mit diesem Tun an dem Tag, aber natürlich nicht nur an dem Tag. Ne? Also Nachhaltigkeit entsteht nicht in 24 Stunden oder weil ich mal eine Stunde ein Projekt mache. Nachhaltigkeit entsteht nur durch Kontinuität. Und diese Kontinuität muss möglichst täglich sein, unterjährig und dann immer, ja, die Schritte, wie groß die Schritte sind, das muss man halt individuell sehen. Es geht um Bewusstsein für Umweltverschmutzung. Also zum einen das Thema überhaupt erstmal aufgreifen, verstehen, dass da überhaupt eine Verschmutzung ist. Also in vielen Gesprächen stelle ich einfach fest, dass das gar nicht so gesehen wird am Anfang, dass man das einem gar nicht so bewusst ist, also aware ist, dass da ein Problemchen hinten heraus erwächst, immer mehr und auch sogar schon da ist. Und positiver Nebeneffekt bei den richtigen Geräten, die Lebensdauer von elektrischen Geräten kann man damit verlängern. Wie hängt das zusammen? Sag ich noch ein bisschen mehr zu der ganzen Thematik. Aber tatsächlich, der ganz große Oberbegriff, da gehe ich heute aber nicht rein, keine Sorge, ist E-Waste, also elektronischer Müll, Elektronikschrott. Ein riesengroßes Thema. Allein in Europa haben wir 300 Millionen Smart Devices, also auf Deutsch Telefone, Tablets, irgendwas, was irgendwie mit einem Netzwerk funktioniert und wo ich eine SIM-Karte reinstopfen kann. 300 von diesen Geräten sind einfach nicht mal mehr in der Nutzung. Das heißt, die fallen dann auch aus dem Markt raus. 80 Millionen von diesen Geräten könnten sofort in den Recycling beziehungsweise in eine Wiederverwendung genutzt werden. Die Dinger sind auch noch gut, by the way. Das kommt noch nicht erschwerend, aber es kommt halt noch on top. Wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, hat man hier allein die nächste Dimension. Und viele von den Geräten müsste man tatsächlich, und jetzt kommt, wie ist da der Link zum Digital Cleanup Day? Die müssen einfach mal aufgeräumt werden, ja, sauber gemacht werden. Ja, da müsste zum Beispiel mal ein sauberes, neues Betriebssystem drauf, was vielleicht ein bisschen schlanker ist. Ja, in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, gerade Produzenten wie eine Apple und auch Google hat sich da nichts nehmen lassen, die Leistungsanforderungen der neuen Betriebssysteme wurden immer hochgeschraubt, ja, damit man einfach immer wieder ein neues Gerät kaufen muss. Es wird aufgefallen, in den letzten Jahren ist es ein bisschen besser geworden, weil es nämlich schon einen gesellschaftlichen Druck gab, dass man schon mal eine Frage gestellt hat, warum muss ich jetzt eigentlich ein neues Gerät austauschen, nur weil ein neues Betriebssystem draufgekommen ist und dann wurde es einfach hyper langsam, hat nicht mehr funktioniert. Das wird schon besser, aber zwei Komponenten. Einmal ist es ein politischer Druck, ein globaler Druck auch. Ja, also da ist einiges, was im Bereich der Vereinten Nationen, also der UN kommt. Wir haben hier einen wunderbaren Kartonagensammlung bei Janet Wagner im Hintergrund. Das ist genau der Grund, warum das nämlich funktioniert. Das sind nämlich die sogenannten SDGs, ja, die man erstmal verstehen muss. Das tun wir uns in Deutschland auch. Es wird besser, ja, sag es mal so. Wir entwickeln uns in dem Thema. Aber diese SDGs greifen genau dieses Thema nämlich auf,
dass man beispielsweise Geräte und auch Unternehmen dazu mal ein bisschen drücken darf, dass sie die Komponenten einfach haltbarer oder langlebiger auch planen und nicht immer grundlegend schon nach 1, 2 Jahren, 3 Jahren, so diesen, mit dem Auslaufen der Garantie, Schrägstrich Gewährleistung, so Punkt, um dann halt kaputt gehen oder eben nicht mehr nutzbar werden. Ganz großes Thema, da kann man sehr viel hebeln. Könnte man jetzt auch noch sagen, halt muss jetzt wirklich jedes Gerät einen eigenen Stecker haben, da passiert ja auch ein bisschen was. Ist auch nicht auf dem richtigen Weg, aber letztendlich könnten all diese Geräte ein System haben. Schneidet sich natürlich wiederum mit unternehmerischen Ansätzen und Zielen. Und deswegen muss man da auch den Unternehmen ein bisschen Druck machen. Und das macht die Komponente, in dem Falle die SDGs und dann die Länder. Ja, Europa hier in dem Thema, gerade was auch CO2-Neutralität angeht, auf einem sehr guten Weg. Das Ziel Europas bis 2050, also klimaneutral zu werden, ist ein sehr außerordentliches Ziel. Ich weiß gar nicht, ob es schafft, ob wir es schaffen können. Vielleicht eine Anmerkung, ich bin auch EU-Klimapakt-Botschafter, also ich sammle gerne Titel, nein, mache ich nicht. Ich habe einfach nicht schnell genug Nein gesagt. Das ist wahrscheinlich der Haken gewesen. Aber ich brenne für das Thema und es ist wichtig. Und es ist gesamtgesellschaftlich sehr wichtig. Und deswegen weiß ich auch, dass das, was in Europa in der Gesetzgebung halt auf dem Weg ist und noch kommen wird, schon auf einem guten Weg ist. Klar dauert das immer Zeit, aber wir sind da auf der richtigen Zielgeraden. Aber wir können nicht immer nur alles auf die Politik wegschieben. Wir brauchen auch die aktiven Menschen und das ist einfach die Zivilgesellschaft. Deswegen sind Kampagnen, wie wir sie jetzt praktizieren und hoffentlich auch gemeinsam praktizieren in der Zukunft, einfach das, um da ein bisschen Speed reinzubringen, weil wir haben einfach die Zeit nicht. Ja, 2050 ist auch schon sehr weit und wir wissen jetzt schon, dass die 1,5 Grad sowieso gerissen werden, die sind nicht mehr realistisch. Das ist einfach durch, da muss man über Klartext reden, das tut keiner schlecht, ja, weil wir müssen es ändern, wir müssen die Dinge anpacken und nun ja. Aber ich werde es nicht abgleiten in, ich klebe mich jetzt an die Straße oder ich klebe mich jetzt an mein Smartphone. Nee, das machen wir nicht. Wir müssen die Dinge einfach gemeinsam auf den Weg bringen. Das könnten wir zum Beispiel mit dem Digital Cleanup Day. Was ist die unternehmerische Dimension? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, aber auch hier für Sie spannend, denke ich, die Stärkung des CSR-Ansatzes. Was ist jetzt der CSR-Ansatz? Höre ich oft diese Frage. Also es ist einfach die Geschichte der SDGs, also diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, diese Kartons, diese wunderbaren Symbole, werden hier genommen und im Endeffekt in den Nachhaltigkeitsansatz des Unternehmens reingegossen. Ja, das ist die Corporate Social Responsibility, das fällt dann in diesen ganzen Bereich rein, Corporate Design, Corporate Identity, all diese ganzen wunderbaren PR- und Marketing-Dimensionen, aber da ist es verortet. Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil man damit einfach Mitarbeiterbindung forcieren kann, weil man das Mitarbeiten, das Miteinander in den Unternehmen stärken kann. Ich sehe das selber. Also die Unternehmen haben am Anfang auch sich vor dem World Cleanup Day, ne, um Gottes Willen, Müll sammeln, will doch nicht, ist doch alles sauber hier. Naja, dann geht mal raus, macht mal, egal wo, vollkommen, das ist vollkommen Rille, ob das Deutschland ist. Ja, wir sind immer so, haben das Gefühl, wir sind so sauber. Nee, sind wir nicht. Einfach rausgehen vor die Haustür und los geht's. Halbe Stunde später ist der Sack mit mindestens 1000 Zigaretten oder 500 Zigaretten voll und. Und das haben wir nicht nur Deutschland, ich habe gesehen, die Dachregion ist sehr stark vertreten hier. Und das haben wir auch in der Schweiz und das haben wir auch in Österreich und das haben wir auf der ganzen Welt. Und das ist einfach die Realität. Und die Unternehmen müssen das Thema aufgreifen. Und dann geht man mal raus, sammelt man mit der Belegschaft Müll. Wunderbares Beispiel war Shimano, Schrägstrich, große Fahrradgruppe aus dem Badischen letztes Jahr. Die haben eine ganze Woche draus gemacht aus der ganzen Aktion. Das ist auch vollkommen okay. Man kann ja nicht immer nur an dem einen Tag, sondern wichtig ist die Kontinuität. Und die hatten spannende Gespräche. Aber auf einmal haben Abteilungen miteinander kommuniziert, die vorher gar nicht wussten, dass sie da sind. Ja, weil man sich einfach getroffen hat. Und vorher das nie der Punkt war. Und das ist typische Sozialrauchen, ne? Und dann trifft man sich da in der Raucherecke. Naja, aber es gibt halt nur einen Teil der Raucher, die sich da halt eben treffen und nicht alle anderen. Das heißt, solche Kampagnen und Events sind einfach eine wunderbare Ergänzung auch für den unternehmerischen Alltag. Und vor allen Dingen kann man mal rausgehen. Ich hatte eine wunderbare Anekdote von vor 2 Wochen in Estland. Können zum Beispiel die Kinder, also wenn es dann mal Zeit ist, mal rauszugehen, ein paar Minuten abzuspannen, dann kriegen die ein Cleanup-Kit in die Hand gedrückt, dann dürfen die einmal rund ums Schulgelände halt einen kurzen Cleanup machen und können nach 10, 15 Minuten wieder antreten und haben ein bisschen Luft geschnappt und haben was gemacht für die ganze Thematik. Nun mal, habe ich in Deutschland noch nie erlebt, aber werden wir mit als Ideen wenn wir als Idee mit einbringen, könnte man auch genauso gut machen mit einem digitalen Ansatz. Ja, ich muss ja nicht gleich Müll sammeln, physisch, sondern dann setze ich mal hin und lösche einfach mal 15 Minuten, dazu komme ich später übrigens nochmal in der sogenannten Challenge, einfach mal ein paar Daten, weil die Zeit muss man sich einfach auch nehmen.
Ja, ich kann es hier viel erzählen, aber am Schluss muss man es ja auch von den Geräten runterholen und muss ja auch tatsächlich diese Maßnahmen ergreifen. Diese Zeit muss irgendwo herkommen. Das kann man halt in einer gemeinsamen Kampagne machen. Oder man macht das halt eben auch mal tatsächlich so nebenbei und gibt sich da zeitliche Räume. Wunderbar in einem Unternehmenskomplex oder in einer Unternehmensstruktur implementierbar. Einfach in den Zeitplan, in den Tageszeitplan, der sowieso da ist. Ja, 5 Minuten am Tag und die Welt ist in Ordnung, in Anführungsstrichen. Müssten alle machen, ist klar, weiß ich. Wissen wir alle, aber man muss es halt einfach auch planen. Und dann kommt es automatisch auch in eine gewisse Routine. Diese Routine ist nämlich wichtig, weil diese Routine dafür sorgt, dass es eben auch nachhaltig ist. Wie gesagt, das geht in die Punkte Sensibilisierung der Mitarbeiter, Bewusstsein, da gibt es noch den wunderbaren englischen Begriff, Employer Branding, Haken dran. Verbesserung der Prozesse und Steigerung der Effizienz, habe ich auch schon gesagt. Also wir kriegen dadurch eine gewisse Dynamik rein. Das ist auch fürs Unternehmen tatsächlich gut, weil wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was sie da tun und es auch richtig tun, also das hat auch was mit, komme ich nachher nochmal drauf, Data Security, also Datensicherheit oder Cyber Security, wunderbar viele Begriffe, hat damit aber auch was zu tun. Ja, wenn ich muss mich wissen, welche Daten auf meinem Telefon wo und wie und überall auch verteilt sind, in welchen Clouds und welche Apps wo drauf zugreifen und nicht so drauf zugreifen sollten auch vielleicht. Wenn ich das nämlich alles weiß, habe ich ein ganz anderes Gefühl für Sicherheit. Und Sicherheit, das sehen wir, ist ein riesengroßes Thema. Wir haben letztes Jahr eine brutal steigende Zahl von Problemen im Bereich der Datensicherheit, in Milliardenverluste in Deutschland, weil Unternehmen gehackt wurden, Verschlüsselungstrojaner, Scamware. Ganz großes Thema, gehen wir jetzt nicht tiefer rein, ist aber ein Problem. Und sehr oft und oftmals ist einfach das Problem oder die Einstiegskomponente, wie kommt der Virus oder der Trojaner oder was auch immer in die Systeme, in die Unternehmenssysteme, kommt über den User. Ne? Und es kommt von innen heraus. Es ist nicht, dass von außen der Russe oder der Bot angreift. Okay, das tun die auch, aber die versuchen immer rauszuhebeln von innen. Und die gehen halt immer über den Menschen. Und meistens. Und da kann man halt eben auch sehr viel mit einspielen, wenn man auch Unternehmen sich dieses Thema aufklärt. Das ist, wenn Sie an Ihre Datenbeauftragten, Datenschutzbeauftragten oder wer es halt die Admins, wenn Sie rantragen, das Projekt, die machen drei Kreuze, weil die dann damit einfach genau ihre Geschichte auch ein bisschen anders erzählen können. Ja, also ich glaube, da werden wir auch nachher noch ein paar Beispiele hören, wie es nicht wirklich funktioniert. Und auf einmal ist diese ganze Sache hands-on. Und dann machen auch die mit, ja, die sonst nicht so das Gehör haben und die es halt schwer haben, eben gerade in diesem Bereich der Sicherheit. Senken von Speicherkosten, riesengroßes Thema in der Zukunft. Ja, ist den wenigsten bewusst. Klar, wenn mir Google Alphabet 15 Gigabyte for free gibt oder die nächsten bis 100 Gigabyte, glaube ich, kostet es dann irgendwie 1,99 pro Monat. Das ist marginal nichts. Als Unternehmen haben die aber andere Preise. Ja, dann kostet nämlich so ein Gigabyte mal richtig Geld. Und dann ist es nämlich für Unternehmen ein spannender Punkt, weil diese Daten werden ja weitestgehend mittlerweile in der Cloud gespeichert. Da brauchen wir jetzt auch nicht so weit reingehen, aber auf jeden Fall ist da sehr viel, was in diesem, dass die Daten das Unternehmen verlassen und dann in irgendeinem Rechenzentrum irgendwo liegen, von dort gespiegelt werden, und die ganze Zeit CO2-Eintrag erzeugen, das eigentlich gar nicht müssten und die nebenbei bemerkt, dem Unternehmen auch noch Geld kosten. Also riesengroße Komponente, der aus Unternehmersicht das Thema zu forcieren und mit zu implementieren, ist das Kosten von Speichern. Und auch hier haben wir die Lebensdauer der IT-Ausrüstung verlängert sich. Logisch, wenn ich etwas nicht gebrauche oder übermäßig in Anspruch nehme, weil es dann einfach zu heiß wird, zu lange Laufzeiten hat, etc. pp., dann habe ich auch eine gewisse Verlängerung von Komponenten. Ist eine gewisse Achse. Die Komponenten jetzt rechts, wie gesagt, Cloud, Dokumente, E-Mails, Telefone, auch ganz wichtig. Die gesamte Unternehmenskommunikation, auch weitestgehend mittlerweile die gesamte Privatkommunikation, läuft über Netzwerke, beziehungsweise über, ja, Voice-over-IP, also auch das sind datengetriebene Pakete, die nichts anderes sind als wie Bilder, Videos, nur eben anders zusammengebaut, auf Deutsch, also vereinfacht dargestellt. Ja, Tablets, Server, Dienste, gerade, das hatte ich vorhin gesagt, schon mit den Apps. Soziale Netzwerke, ganz riesengroßes Thema. Jeder Like verbraucht Energie. Ja, und hat einen CO2-Eintrag. Jeder Like. Und es ist vollkommen egal, ob es Twitter, was auch immer ist. Es subsumiert sich in dieser ganzen Thematik. Und auch da kann man eben aufklären. Muss jetzt wirklich jede Mail geschrieben werden auf der einen Seite oder muss jetzt wirklich jeder Like gemacht werden? Wer und wo, wie gesagt,
zivilgesellschaftliche Dimensionen. Wir haben vieles schon gehört, gerade eben Familie, Freunde, kann man es im Kleinen machen, soziale Netzwerke kann man machen. Das hier ist auch im Endeffekt ein soziales Netzwerk, ist auf jeden Fall ein Netzwerk, hat aber schon eine gewisse unternehmerische Dimension, passt aber auch wunderbar rein. Kollegen, Kolleginnen haben wir hier in der Runde auch, geht in dieselbe Richtung. Da kann man einfach anfangen und Projekte zusammenbauen. Klein, groß, wachsen, vollkommen egal, alles offen und natürlich / unternehmensorientierte Dimension. Auch schon gesagt, Datenschutzbeauftragte, IT-Leiter, IT-Leiterinnen sind interessiert an der Thematik, ja, greifen das unmittelbar auf. Da finden sie auf jeden Fall auch jemanden, der sie supportet. Führungskräfte mobilisieren, ja, die muss man mobilisieren. Aber den kann man wunderbar den Nutzen erklären, indem man sagt, hey, hier lässt sich Geld sparen für das Unternehmen, mit Speicherkosten, das wissen leider auch nicht immer alle so richtig. Damit hat man da schon eine wunderbare Komponente, weil Geld sparen finden die immer super und neue Mitarbeiter finden die auch super. Also das sind Komponenten, die man da einspielen kann. Ansprache aller Mitarbeiter vom gewählten, also die davon betroffen sind, natürlich involvieren. Und die PR-Abteilung und Kommunikationsabteilung mit involvieren, die finden das Thema an sich auch sehr spannend, weil sie wunderbar in eine Aktion starten können und das halt im Internen ausrollen können und das Ganze auch über Partner, Kunden oder über Initiativen oder andere Strukturen, andere Netzwerke zu verteilen, funktioniert auch wunderbar. Wo? Auf der Arbeit, überall, jederzeit, es gibt keine Limitierung, überall, wo Computer sind, überall, wo Smartphones sind, überall, wo Netzwerke sind, kann man es anwenden. Und das wissen wir mittlerweile, ja, selbst der Kühlschrank hat das Ding. Ja, bevor ich jetzt weiter reingehe, würde ich sagen, wäre das so die erste, ich habe kommen schon die Zeit halb überzogen für den ersten Teil, aber ich bin auch schon weitergekommen, als ich ursprünglich wollte. Also von der Warte gesehen können wir das ein bisschen mixen, also den ersten und zweiten Teil ein bisschen ineinander überlaufen lassen. Ich denke, das ist auch kein Problem. Jetzt würden mich, denke ich mal, so die ein oder anderen Fragen vielleicht interessieren oder einfach für den Dialog mal öffnen wollen. Also zu dem Part, was können wir so als Bibliotheken machen? Da sprechen wir nochmal so ein bisschen gesondert drüber. Das kommt dann gleich. Vielleicht jetzt einfach erstmal noch die Fragen, die noch offen sind. Genau, es sind noch Fragen im Chat. Also die eine Frage hat sich selbst schon durch die Folie erklärt. Dann war eine Frage, die hast du auch schon beantwortet. Warum verlängert sich die Lebensdauer der Geräte? Das hast du ja schon beantwortet. Und dann haben wir noch eine dritte Frage. Reicht es, Daten einfach in den Papierkorb zu verschieben oder müssen sie endgültig gelöscht werden, um richtig aufzuräumen? Das ja, ne? Absolut ja. Ja, absolut weil, ja. Weil nur eine kurze Erklärung, der Papierkorb ist natürlich auch nur ein Container, der irgendwo wieder gespeichert wird. Ja, also wirklich lernen. Dann würde ich vielleicht zuerst die Deborah, die meldet sich, dran nehmen. Ja, danke. Mich würde interessieren, was verbraucht denn mehr Energie, wenn ich im Geschäft eine Mail schreibe an eine Kollegin oder anstelle einfach kurz anrufe? Weil ich merke das selber bei mir, ich bin etwas telefonfaul. Ich denke manchmal, eigentlich wäre es viel effizienter, würde ich kurz anrufen, aber man ist so im Flow und schreibt einfach eine Mail oder zwei, drei. Aber gibt es da Zahlen dazu? Es ist natürlich jetzt hier wie bei allen. Es ist die Frage, was für ein Telefon hat man? Es ist jetzt ein Mobildevice, was jetzt in einem normalen LTE-Netzwerk eingewählt ist bei mir. Also es ist ein Handheld, also ein Mobile in dieser Art. Oder ist es in meinem Unternehmensnetzwerk im Voice-over-IP eingebettet? Das ist schon die grundlegende Frage. Es gibt eine Maßzahl. Man sollte immer das Smart Device bevorzugen. Heißt, Antwort wäre, Telefon nehmen. Ja, weil die Mail erzeugt im Endeffekt einen Nachtraffic, weil in der Mail nicht alles geklärt wird, weil die Kommunikation nicht das gleiche ist, wie wenn ich mit jemandem spreche. Ja, ich habe das wirklich auch in dem Moment dann geklärt, bin durch. Die Mail hat einfach eine Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Kommunikation geben wird. Mindestens gibt es dann nochmal die Antwort. Danke, habe ich bekommen oder so. Und schon sind wieder 2 Gramm weg, noch ein paar Bilder mit rein, Anhang mit rein, schon sind da 50 Gramm CO2 durch. Dafür kann ich in der Ecke telefonieren. Und wie gesagt, präferieren. Also Hand kommt nachher auch nochmal in den Folien, was kann man tun? Ist es nochmal ein Thema? Handys in dieser oder Smart-Geräte sind zu bevorzugen. Ja. Danke vielmals.
Es gibt noch eine Frage im Chat, die, glaube ich, auch später noch kommt. Was genau kann man selbst konkret tun? Gibt es für das Finden von nicht genutzten Daten Hilfsmittel? Ja. Ja. würde ich schieben auch nachher. Mach ich mal nachher ein bisschen genauer rein. Okay. Also im Chat waren das jetzt die Fragen. Die anderen bezogen sich auf die tollen Würfel bei Janet im Hintergrund. Aber ich hätte tatsächlich noch eine Frage, Holger, dieses unglaubliche Ding mit den Junk-Mails. Ist es eigentlich relativ desillusionierend? Ich habe halt einen PC und da trudeln die Junk-E-Mails ein. Also ich als End-Userin kann darauf ja nicht immensen Einfluss nehmen, wie viel Junk-Mails in diesem Orbit eigentlich hin und her geschickt werden, oder? Also da sehe ich mich überhaupt nicht imstande, das irgendwie zu reduzieren. Ja, auch hier wieder kommen die Komponente, jeder kann was tun und die Menge macht das ganze Ding nämlich aus, wenn das nämlich viele machen und da kann man nicht Druck ausüben. Also zum einen halt auch einen gesetzlichen Druck, weil müssen diese Junk-Mails wirklich alle gehen oder kommen. Und bei vielen hat man auch nach wie vor den Effekt, dass ich mich nicht austragen kann, weil das ist, kommt nachher auch noch ein Detail, was kann ich tun. Das Wichtige bei den Junk-Mails ist, wo ich aktiv werde, ist, ich muss mich aus dem Verteiler austragen. Das Löschen bringt gar nichts, weil die ist schon gesendet, die ist eh schon da. Also das ist wertlos. Okay. Aber das Austragen, und das muss man auch wieder in so einen, das ist wieder Effektivität, Effizienz. Man muss das in den täglichen Prozess mit einbauen, weil da kann man auch sehr viel Zeit investieren, bis man auf der richtigen Seite ist, wieder raus. Aber das hat tatsächlich einen Impact. Muss man natürlich nur machen. Das Filtern oder wegsortieren, automatisiert den Papierkorb schieben. Das ist schön, wir haben auch wieder die Aufzeichnung. Vielleicht ganz kurz für die Aufzeichnung nochmal, wo sind wir gerade? Weitere Tipps für einen geringeren CO2-Fußabdruck, genau an dem Punkt setzen wir jetzt gerade an und haben hier auch begonnen mit dem ersten Schritt. Löschen von alten oder von doppelten unscharfen Fotos, das ist die Kernthematik, aber auch Videos und da kann man halt eben sehr viel löschen. Ich habe letztens ein Bild gesucht und war teilweise dann, bin wirklich wieder in die tieferen Bestände, also 5, 6, 7 Jahre zurückgegangen und es ist unfassbar, wie viele tausende Bilder dann auch wirklich in so einem Jahr entstanden sind. Klar nicht bei jedem, aber natürlich immer mehr. Je mehr Smartphones unterwegs sind, desto mehr Bilder werden im Endeffekt auch gemacht. Und Bilder ziehen unmittelbar auch Videos nach. Video ist das neue Bild, ist einfach so, wer ein bisschen im Social Media das Thema verfolgt, TikTok oder so, das sind alles videobasierte Social Medias, also Netzwerke. Und da geht es nur noch um Video. Zwar kurze Videos, bei Instagram auch Reels genannt, aber am Schluss verbrauchen die massiv mehr Daten als das ursprüngliche Bild. Das heißt, da ist auch eine Entwicklung sichtbar, mehr. Und ein schöner Tipp eigentlich, ist aus dem Englischen übersetzt, halt nicht immer die einfachste Lösung, aber tatsächlich können Bilder, wenn sie einmal getan sind, einfach nicht sterben. Also wenn die einmal gemacht sind und sind gespeichert, dann sind die auch gespeichert. Also ich brauche die nicht doppelt, dreifach, 10-mal speichern, weil die sowieso über die Cloud und über meine Backup-Systeme sowieso gespeichert werden. Dafür schwindet auch nichts. Also das ist ein Trugschluss, deswegen es reicht eins, muss man erstmal verinnerlichen. Muss ich gestehen, hat bei mir auch länger gedauert. Ich habe gerade mal draufgehalten und dann hat mich so eine wunderbare Automatikfunktion, die dann mal so 10, 20 Bilder rauslassen. Und dann zeigt es dann auch noch ein schönes Video daraus und dann sucht man sich eins raus, was eigentlich passt. Und alle anderen lässt man dann trotzdem auf dem Telefon. Naja, muss man nicht. Ja, weil das sind einfach mal schnell 10, 15, 20, 30, 40 Megabyte, die man speichern, die man einsparen könnte. Nur bei diesem ganz profanen Grund. Hier mal als Zahl oder als Faktenzahl. 100 Fotos und ein paar kleinere Videos, also eher so TikTok, 15 Sekunden, 10 Sekunden, entsprechen einer CO2-Produktion von oder einem CO2-Eintrag von 17 Kilometer Autofahrt. Ja, die Zahl vielleicht noch, einen Kilometer rechnet man etwa, Autofahrt hängt davon ab, was für ein Auto etc. pp., aber die Schnittmenge liegt bei etwa 150 Gramm pro Kilometer, die man hier einfach unterstellt und die auch über viele einmal statistisch halt erhoben worden, aber auch empirisch erhoben worden, dass es ungefähr passt. Ne? Klar, ist immer abhängig vom Auto, ist es ein Diesel, ist es ein Benziner und, kann man viel hin und her rechnen. Aber in etwa, ich glaube, die Zahl erschlägt schon, 100 Fotos sind 17 Kilometer. Das ist so, glaube ich, nicht jedem unmittelbar bewusst. Das Gleiche, wie gesagt, mit Videos. Da ist natürlich der Eintrag noch höher. Ja, da kann ich noch viel mehr rausholen. Der eine oder andere hat auch einen Faible für Musik und auch für Aufnahmen.
auch nicht zu unterschätzen. Ja, also auch selbst wenn man mit MP3 arbeitet, das heißt mit Codecs arbeitet, bei Video dann im MPEG-Format, also Codecs, die dann diese Videos kleiner machen, ist das schon mal schön. Oder bei Video auch dieses typische H.2, 2.2, das H2er-System hilft, ist aber nicht die finale Lösung, weil trotzdem sind die Videos groß. Habe ich aber zum Beispiel unkomprimierte Datensätze, wie zum Beispiel eine WAV bei Audio, dann ist die einfach mal auch schnell das 10, 20-fache größer als eine ursprüngliche MP3-Datei. Bei Video genau das Gleiche. Habe ich ein unkomprimiertes MPEG oder eben ein Rohformat, AVI beispielsweise, dann ist es auch ganz entspannt mal 10, 20, 30 Mal größer als das ursprüngliche kleine Codec-Format-System. Hat nicht jeder, macht nicht jeder, vollkommen klar, aber mal drauf schauen, weiß es denn jeder, was er denn eigentlich nutzt? Wie groß sind denn die eigenen Videos überhaupt und die eigenen Musikstücke? Wie finde ich überhaupt die Einstellung? Wie kriege ich überhaupt raus? Wie sehe ich überhaupt im System, wie groß sie eigentlich sind? Ja, weil jedes Smart Device hat ein weitestgehend eigenes Betriebssystem und selbst den Herstellern über die Revisionsstufen, ja, also wir sind jetzt, glaube ich, bei Xiaomi sind wir bei Revision, gibt es mittlerweile 14 Revisionen. Apple ist weit irgendwo, Samsung hat ein eigenes Derivat entwickelt in den letzten Jahren. Android hat unterschiedliche Subsysteme und. Jeder macht sein eigenes Süppchen. Ja. Schluss, klar, ist die Grundtechnologie das Gleiche, aber es ist trotzdem anders. Und jedes Device, auch entsprechend wie alt es ist, und ob es ein Tablet ist, ein Telefon ist, ein Kühlschrank ist, der Toaster oder eben das Bügeleisen, was auch immer, hat eben unterschiedliche Arten, wie man auf die Details der Daten kommt. Das muss man halt wissen, wie es geht. Wenn man es einmal weiß, es ist nur noch 3 Klicks, 2 Klicks, hoffentlich nur 1 Klick, aber auch mal wissen, wie. Ja, wo man halt eben hier sparen kann, ist bei der Aufzeichnung. Klar will man die Hochzeit der Tochter in einem höheren Format haben, aber muss es dann halt wirklich auf der Cloud liegen. Ja, wenn ich es schon mit 4K oder vielleicht sogar mit 8K aufgezeichnet habe, ist das zwar super, brauche ich aber nicht auf dem Smartphone. Ja? Also kann ich irgendwo auf einen Standalone-Speicher-Datenträger, aber externe Festplatten gibt es nach wie vor. Und wenn die eben nicht am PC sind und die Daten dort abgelegt sind, dann sind die erstmal da sicher und werden nicht irgendwo weggespeichert in irgendeiner Cloud. Solange das Ding aber auf meinem Handy ist, auf meinem Smart-Device, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch Traffic erzeugt wird und dadurch Speichern erzeugt wird, eben sehr, sehr hoch. Um es wirklich sicherzustellen, muss ich es wissen. Wo sind die Daten? Wer hat die Daten? E-Mail, hatten wir heute schon hier und da gesagt, klar, eine E-Mail, 2 Gramm CO2, nur eine einzige, aber sie verbrauchen auch Strom und Energie und erzeugen CO2-Eintrag, indem sie sich nur im Posteingang befinden, weil sie eben nicht gelöscht werden. Ich habe schon öfters gesehen, es gibt Posteingänge nach wie vor, da sind 5000 Mails drin. Ist einfach so. Die werden dann halt zwar gefleckt, vielleicht noch irgendwie mit einem Label versehen, sodass sie sortiert werden können, dass man sie halt über ein Dokumentenmanagementsystem vielleicht noch auslesen kann. Aber das Hauptproblem in der Sache ist, warum archiviert man die überhaupt? Warum werden die nicht gelöscht? Wenn ich schon ein Dokumentenmanagementsystem habe, warum nutze ich es nicht richtig? Das ist mit Sicherheit ein offenes Tor bei Ihrem Systemadmin, da mal nachzuhaken, ob man daraus nicht eine kleine Geschichte machen kann. Welche Daten werden wo, wie, wann gespeichert und wann kann ich sie ja nicht löschen? Das ist nämlich die nächste große Frage. Da freut sich der Datenschutzbeauftragte, wenn er auch mal was tun darf, unterstützend. Welche Daten sind überhaupt wichtig und was muss überhaupt vielleicht finanzsteuerrechtlich oder was auch unternehmensrechtlich, formal, juristisch vielleicht auch gespeichert werden und was ist einfach wirklich, was weg kann? Und vor allem, wie sind die Speicherfristen? 1 Jahr, 3 Jahre, 10 Jahre, was ist relevant? Auch vielleicht Monate, ja, also teilweise sind Daten nach 3 Monaten einfach hin, ja. Da kommt nichts mehr. Es gibt so einen Mittelwert, 1 bis 2 Jahre, das ist so unternehmensübergreifend über die gesamte Struktur. Alles, was älter als 1 Jahr ist, kann man schon mal genauer hinschauen. Zumindest kann es raus aus der aktuellen Speicherarchitektur, es kann auf jeden Fall archiviert werden, also Archivsysteme. Auch hier gibt es wieder 100 mögliche technische Ansätze. Es ist ja ein Unterschied, ob ich Microsoft-basiert bin, ob ich einen Office 365 habe, ob ich einen Exchange-Server basiert auf Microsoft habe und. Ganz viele Details. Aber auch da ist die Achse, die administrative Ebene oder entsprechend auch Datenschutzbeauftragte wissen das genauso. Sollten Sie zumindest wissen, genau aus der Richtung findet man den richtigen Partner im Unternehmen, um daraus was zu machen. Denn in diesen Dateien oder in diesen Daten, sagen wir mal,
in diesen Containern von dem Jahr oder teilweise auch rückwirkend 10 Jahre, 15 Jahre unsortierte Daten. Das ist nämlich genau das, was ich eingangs gesagt habe. Das sind nämlich diese 80-90% Dark Data. Die sind nämlich genau da drin. Und da kann man ansetzen. Und klar, reinzuschauen, das, was bisher war, das aufzuräumen, ist eine Sache, ne? Oder der Cleanup-Day bei dem bisherigen. Aber auch in der Zukunft, aber für das Unternehmen oder auch für die Organisation, Positives zu schaffen, effektivere, effizientere Arbeitsabläufe in das Tägliche reinzubringen. Ja, alle von Ihnen stellen Personen wieder ein. Naja, das kann man ja am Anfang schon gleich richtig machen. Ja, dass gleich die richtigen Prozesse auch ausgerollt werden. Wie gehe ich mit meinen Daten um? Wo speichere ich was? Was ist wirklich der Prozess? Rennen Sie mit Sicherheit auch wieder beim Datenschutzbeauftragten eine offene Tür ein, weil das normalerweise genauso auch machen müsste. Ja? Aber da kann man ganz viel, einen ganz starken Hebel ansetzen. Also entscheiden Sie, wie viele alte E-Mails Sie überhaupt brauchen, also was kann gelöscht werden davon. Archivieren Sie ein Beispiel vom letzten Jahr von einem Kunden von mir. Ich bin auch im Bereich der IT-Beratung tätig und berate das Unternehmen, wie sie solche Systeme, Enterprise-Resource-Systeme in ihr Unternehmen implementieren. Unter anderem ist da aber auch die Kommunikationsachse mit drin. In der Grundanalyse hat sich herausgestellt, dass ungefähr 120.000 E-Mails per sofort gelöscht werden konnten. Haben wir dann auch getan. Sonst haben wir einen Digital Cleanup Day auch gemacht. Fand der Unternehmer ziemlich cool. Hat auch wirklich was gebracht, ja, weil sofort speicherfrei wurde, also sofort die positiven Erkenntnisse umzusetzen sind. Gut, das hat man nicht gleich überall gleich solche Zahlen. Aber vielleicht hat man sogar auch größere Zahlen, wenn man genauer reinschaut. Das fängt auch davon ab, wie groß ist die Organisation, ja, wie viele Mitarbeiter habe ich. Das multipliziert sich dann ja auch von 1 auf Tausende. Archivieren von nicht benötigten E-Mails, also wenn, na, das ist auch, was ich sagte, da muss man halt eben einen Prozess oder eben beschreiben, ne, was macht man mit den E-Mails, die reinkommen, wie kategorisiert man die? Das muss man unternehmensweit, organisationsweit in ein System einmal reingießen und dann ausrollen. Kann man auch im Rahmen von so einem Tag zum Beispiel starten. Dass man da die Kampagne startet und dann danach es einführt, es so zu machen. E-Mails sind nicht für Diskussionen gedacht. Also wenn man weiß schon, dass es eine Diskussion gibt, nimmt man entweder gleich das Telefon oder den Steuerkreis. Aber die E-Mail führt in dem Falle zu wenig. Das ist so ein bisschen wie, dann nehme ich jetzt das Telefon oder schreibe ich erst eine Mail. Na, ich nehme das Telefon. Klar, ist man ein Telefonfaul, ist einfach. Ist schon was dran. Aber damit kläre ich das Problem eben gleich. Und vor allen Dingen hat es eine persönliche Komponente. Ja, wir haben genügend digitale Kommunikation jeden Tag. Man sollte das Persönliche immer bevorzugen. Und auch wenn wir jetzt gerade hier virtuell miteinander reden, ist es immer noch nicht so, als wenn wir in einem Raum wären. Das wäre noch eine ganz andere Dimension. Deswegen müssen wir eben genau da auch schauen, dass nur weil wir jetzt was sparen wollen, nicht auch wirklich das Wichtige auf der Strecke bleibt. Ja, klar, es ist wichtig, den Videostream anzuhaben. Wir werden nachher noch die Zahl sehen, was das für einen Impact hat, wenn man jetzt nur das Video ausschalten würde. Aber nur weil das geht, heißt es nicht gleich, dass man das immer machen sollte. Wir zeichnen heute ja auch auf. Macht ja auch Sinn. Gibt ja einige, die nicht da sein können, die wollen es ja auch sehen. Die werden ja auch nicht nach Berlin geflogen oder wohin auch immer. Das heißt, man muss halt auch eine gewisse, ja, man muss die Kirche im Dorf lassen, wollte ich es mal so sagen. Ja, es muss ausgewogen sein. Anhänge von E-Mails, ganz großes Thema. Also da hat man ganz schnell von 2, hatte ich vorhin schon gesagt, die Zahlen von 2 Kilobyte zu einem Mail auf 50 Kilobyte und mehr hochgedreht. Da reicht ein Anhang. Ich weiß immer noch nicht so richtig, warum man heute immer noch Mails mit Anhängen verschickt und das an große Verteiler, also an richtig große Verteiler, wo dann das PDF, was dann mit 1,3 Megabyte ankommt und ich genau weiß, dass das Ding an Tausende verteilt wurde, mit jedem Senden, also mit jedem Empfänger, ist diese Mail dann auch wirklich tausendmal verteilt worden. Also tausendmal ein Megabyte. Bam, ist der Gigabyte weg. Einfach nur so. Warum? Es reicht einfach, einen Link reinzumachen und die Datei irgendwo auf einen Share zur Verfügung zu stellen. Denn nicht jeder dieser tausend Empfänger braucht diese Datei und wird sie sich jemals anschauen. Ich meine, wie oft haben wir schon, eingangs haben wir ja gehört, wer schreibt eigentlich Protokoll heute? Wie oft bekommen wir Protokolle? Die sind halt von den Adressatenkreis. Nicht jeder braucht sie, aber viele sind halt eben in der Informationskette, in dem reinen Projektmanagement orientiert. Aber nicht jeder hat einfach die Notwendigkeit, da wirklich reinzuschauen. Deswegen reicht es, wenn er weiß, wo es ist und da reicht ein Link, ja, auf den Share. Und der wird gespeichert dreimal und dann ist die Welt in Ordnung. Ich muss es nicht verteilen. Ich muss es nicht senden. Und bei Bildern, man kennt es ja. Also einige wissen ja genau, dass sie
je nachdem, wie groß die Postfachgrenze in den Unternehmen oder in den Institutionen ist, 10, 12, 15 Megabyte. Meistens macht dann halt, in dem Bereich macht dann irgendwann der Admin normalerweise das Ding dicht. Ich meine, das kann man auch aufmachen, aber da macht man dann wirklich zu. Ja, und dann weiß man schon, einige wissen genau, dass sie 3 Bilder oder 4 Bilder reinkriegen, eine so eine Mail. Die sollte man 20-fach verteilen. Wofür? Also hätte auch einen Link, also einen Share, im Endeffekt genauso gut getan. Das ist ein wunderbares Thema, was man aufgreifen kann in der Handlungsempfehlung, im Unternehmen, in der Organisation auszurollen. Neue Mitarbeiter einstellen, bei den vorhandenen Mitarbeitern ausrollen, das ganze Thema, wie gehe ich einfach sinnvoll mit meinen Daten um. Hilft ungemein, Daten zu sparen, Bandbreite zu sparen. Filter. Haben wir auch schon ein bisschen was gehört. Wie gesagt, Filter sind bis zu einem gewissen Punkt also bringen was. Sie bringen auf jeden Fall erstmal im Sinne von, wie finde ich meine Problemfälle? Also wo finde ich meine großen Dateien, wo finde ich meine Systemfresser, wo finde ich die ich weghaben will? Oder ganz unten Absendername oder Betreff. Ne? Man kann ja filtern dann zum Beispiel nach den typischen For Your Information oder Newsletter-Mails und dann hat man da eine wunderbare Liste und dann weiß ich ganz genau, zack, löschen, weg. Ja. Könnte man sogar automatisieren, also wäre auch zu sehen halt, ne, wie macht man das dann halt mit dem Administrator, dass der das dann vielleicht sogar zentralisiert, wie auch immer, spielen könnte das Thema. Oder auf jeden Fall kann ich es über diese Filterfunktion auf jeden Fall in alte, neue Daten teilen, weiß genau, was ist jetzt älter als ein Jahr, 2 Jahre. Und was wirklich super wichtig ist, legt man sich Ordner an und schickt das einfach in Ordner rein und dann ist gut. Um Gottes Willen nicht ausdrucken. Ich habe immer noch, ich erlebe es wirklich immer noch, es werden mir ausgedruckt. Das ist Hammer. Und das im großen Stil sogar. Also gerade im Bereich, ich habe sie hier liegen. Unsere Müllfiebe haben wir letztes Jahr 25.000 Mal an deutsche Schüler. Es ist ein Druckwerk, richtig, aber es hat eine komplette digitale Komponente hinten dran. Aber die Mail, also der gesamte Kommunikationsfluss in die Schulen in Deutschland war komplett ausschließlich digital. Ich habe so viele gedruckte Mails gesehen, weil man sich dafür so eine kostenlose Ausstattung bewerben konnte. Das ist übrigens auch vielleicht eine Idee, dass man, um vielleicht den Adressatenkreis nicht nur im Unternehmen zu gestalten, sondern vielleicht auch nach außen zu tragen, weil Bibliotheken, Außenwahrnehmung etc., ne, kann nicht schaden, könnte man ja auch da ein bisschen was kombinieren und auch Schulen vielleicht involvieren. Also ich sag mal so interdisziplinär das Thema ausrollen. Ne? Nicht nur einer, sondern viele. Und dann wird auch die Sichtbarkeit größer der ganzen Thematik. Das habe ich auch über den Schulen gerade erlebt letztes Jahr, dass man auch, wenn sie es ausdrucken, okay, das ist die eine Sache, aber dass das Projekt dann eben gespielt wurde und ja, auch die lokale Pressesicht der Sache einfach mal annimmt, weil es ist ein wunderbar lokales Thema für den Lokalteil. Gerade im März ist es eine sehr, sehr, ich sag mal so, redaktionell arme Zeit. Da sind die sogar dankbar, wenn die was haben, darüber reden zu können. Und das schafft Sichtbarkeit wiederum für sie und für ihre Organisation, für ihre Institution. Also auch wer in diese Richtung denkt, gerne mal darüber nachdenken. Funktioniert nachweislich. So, Holger, wir haben jetzt insgesamt noch 10 Minuten. Ich weiß, also es ist ja auch alles richtig doll spannend, aber wir müssen ja noch ein bisschen sagen, was wir jetzt eigentlich genau vorhaben. Deswegen mach mal den letzten Schritt ein bisschen kurz, ja? Gut, ich mache den letzten Schritt. Der letzte Schritt ist übrigens der 5. Schritt und den haben wir ja zum Glück schon besprochen. Newsletter abbestellen. Nicht nur löschen, funktioniert nicht, wirklich abbestellen. Und denn darüber geht sehr viel. Hier sind noch ein paar Fakten. Ich fange jetzt nicht an, die vorzulesen, sonst sind die 10 Minuten wirklich weg. Aber daran, da ist ein sehr großer Hebel, den man ziehen kann. Ja. Fein. Das war der letzte Schritt. Okay. Danke dir. Sie haben ja gehört, also 5% der Menschen sollen zum Digital Cleanup Day erreicht werden. Und also wir sind einfach der Meinung, Bibliotheken haben noch hier große Kompetenzen, also erstens mal Menschen zu erreichen. Aber wir finden auch, dass wir selbst, also wir sind 10.000 Bibliotheken knapp allein in Deutschland, da geht doch was. Also wenn wir uns als Bibliotheken beteiligen würden an diesem Digital Cleanup Day, glaube ich, könnten wir da gut was erreichen. Und es ist irgendwie auch so, dass die neue Seite, die deutsche Seite, die wurde extra heute, also direkt zu unserem Ideencafé jetzt erstellt. Also wir arbeiten da jetzt wirklich ganz toll zusammen. Also wir haben auch die deutschen
die deutschen PDFs also jetzt schon mal übersetzt. Also wir unterstützen sozusagen da jetzt auch den Let's Do It Verein, diese Materialien so zu erstellen. Und also wir sind irgendwie der Meinung, dass Bibliotheken an der Stelle vielleicht auch mal ja so eine Art Vorreiter irgendwie sein könnten. Also weil es hat ja auch wirklich mit Daten zu tun. Das ist unser Handwerkszeug. Also und insofern wollen wir jetzt noch einfach kurz vorstellen, was wir da vorhaben. Jeanette, bist du irgendwie? Ach ja, Jeanette ist da. Jeanette, du wolltest jetzt so ein bisschen und Holger zusammen, also ihr wolltet die Webseite noch ein bisschen vorstellen, was da so zu finden ist. Und ja, Jeanette? Ja, den Link, danke Vittoria, der ist also jetzt im Chat. Ja, speichern Sie sich den ab. Wie gesagt, frisch gelauncht. Und wir haben mit Holger sozusagen ein bisschen auch uns so verabredet, dass sie sollen sichtbar werden. Also Bibliotheken sollen sichtbar werden. Es soll sozusagen gemappt, also ein bisschen kartiert werden. Und dieser 18.3. ist halt Save the Date. Also bis zum 18.3., wenn Sie jetzt also genau 4 Wochen Zeit haben oder ganz schnell mit dem IT-Team, den Admins ins Gespräch kommen und den ein oder anderen kleinen Workshop bei sich veranstalten und den dann zwingend, dringend auch sichtbar machen, nämlich auf der Seite, dann registrieren Sie sich mit Ihrer Bibliothek. Und Holger, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wird das die Einsparung direkt errechnet, je nachdem, was ich mit den Kolleginnen und Kollegen mache, oder ist dann nur sozusagen die Tat sichtbar? Das müsstest du nochmal ergänzen. Ja, also beides. Zum einen ist es ein Dreierebene, also zum einen auf jeden Fall registrieren. Das Registrieren wird dann in der Karte, auch in der bundesweiten Karte, aber auch natürlich halt Österreich, Schweiz, sichtbar gemacht. Also wo dann der Cleanup stattfindet, also wer dafür zuständig ist. Und dann gibt es das Zweite, also nach dem Aktionstag oder nach der Kampagne wird nochmal ein Meldebogen oder eine Registrierung durchgeführt. Es war alles auf der Seite auch beschrieben, hier melden, hier registrieren und dann meldet man die Daten. Und das ordnen wir dann den Einzelnen zu und dann weiß man hinterher genau, was in etwa die Ersparnis ist. Es ist eine Hochrechnung, es ist eine Interpolierung natürlich, aber dass es in etwa sichtbar wird. Und ja, je nachdem, wie groß dann auch ihrerseits das Engagement ist, könnte man da auch eine dedizierte Challenge unter den Bibliotheken ausrufen. Also das können wir uns gerne vorstellen. Also ganz praktisch gesagt, ich kann jetzt mal hier von den FU-Bibliotheken sprechen. Ich habe jetzt einen Workshop am 6.3. Da haben jetzt 30 Kolleginnen gesagt, sie machen mit und wir werden uns auf die Löschung von E-Mails konzentrieren, also das Outlook-Postfach anschauen und das eigene persönliche Laufwerk. Ich versuche dann, das irgendwie genau zusammenzuziehen. Muss ich dann aber auch pro Kollegin und Kollege ermitteln, ihr habt jetzt so und so viele E-Mails gelöscht, Holger, oder genau, wie quantifiziere ich das jetzt nochmal für mich, dass ich das auch mitdenke, wenn ich was mache? Auch das ist in den Unterlagen rauszulesen, okay. Soweit wie ich es eben kann, also wie gut meine IT ist, eben genauso wie, ja, wie viel Daten ich liefern kann. Also klar, Schätzung ist ein Anfang, dann habe ich ungefähr, dann haben wir auch eine Gruppe, wenigstens eine Richtung. Aber wenn ich natürlich genau weiß, was gegangen ist, dann geht auch mehr. Also man wird es dann in dem Meldeformular sehen. Klar geht es erstmal um die reine Menge, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Aber dann gehen wir noch ein bisschen, wer es genauer sagen kann, wird sich dann in den ja, Ergebnissen dann zeigen. Ja, viele schreiben jetzt, der Termin ist sportlich. Wir wissen auch, es ist Nacht der Bibliotheken. Nochmal mein Appell. Es reicht vielleicht ein kurzes Gespräch oder ein Anruf morgen mit Ihrem IT-Team. Bringen Sie das mal kurz aufs Tableau und vielleicht lässt sich der ein oder andere anderthalbstündige kurze Workshop oder ein Meeting doch arrangieren in den nächsten 4 Wochen. Sie können auch, glaube ich, noch nach dem 18.3. dann kurz, Holger, zeitnah die Sachen liefern bzw. dann eintragen. Aber es sollte der 18.3., es ist auch ein Samstag, also die öffentlichen Bibliotheken, für die ist es ja ein Arbeitstag, bis dahin irgendwie dann vorliegen. Aber uns ist klar, dass es jetzt nicht so viel Zeit ist, ja. Ja, man kann sich auch einzelne Elemente raussuchen. Wenn man sagt, ich mache mal mit Jugendlichen was, wir gucken uns das Smartphone an. Ja, also man wird nicht alles auf einmal schaffen und das auch schon gar nicht in dieser Zeit. Aber dass man einfach sagt, wir ziehen uns den Bereich E-Mails raus oder wir rufen die Kollegen mal auf, guckt doch mal eure persönlichen Laufwerke durch.
Also ich glaube, alles auf einmal schafft man nicht, aber wenn man anfängt, den Anfang schon mal gefunden hat, glaube ich, kriegt man bestimmt auch Lust und macht dann den Rest auch noch irgendwann im Laufe des Jahres. Vielleicht auch zum Verständnis, die Anleitungen, die jetzt auf dieser Seite hinterlegt sind, sind pro Thema. Und auch wenn Ihr ITler oder Ihre IT-Fachfrau gerade keine Zeit hat, könnten Sie theoretisch auch ein Team um sich oder die Kolleginnen und Kollegen anleiten oder jeden bitten, wir machen das jetzt einfach mal zusammen, eine Stunde E-Mails löschen nach der Anleitung, die dort vorliegt. Also es ist nicht unbedingt zwingend so, dass jeder jetzt IT-Fachfrau oder Fachmann sein muss. Ein weiterer Punkt ist, weil ich es gerade sehen, klar ist der Termin sportlich, auch es ist aber immer sportlich, weil man immer anfangen muss. Und jede Reise beginnt mit einem Schritt und genauso ist es hier. Der Termin kommt nächstes Jahr am 3. Samstag im März wieder. Also von der Warte her gesehen, keine Geschichte. Also man muss einfach mal klein anfangen und am Anfang erstmal gucken und so ein Try and Error, das ist in der Zeit, denke ich, machbar. Wir haben noch eine Frage im Chat. Gibt es auch ein Plakat, Logo? Da haben wir doch auch Materialien, ne, zum Ausdrucken, speziell vom Digital Clima Day, Digital Cleanup Day. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also ich bin gegen Ausdrucken, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Verzichten Sie auf das. Wenn Sie einen Screen irgendwo haben, von mir aus, machen Sie es digital sichtbar. Aber weiß ich nicht. Also genau, die Daten kommen noch vielleicht noch ergänzend. Ich hatte es gerade schon reingeschrieben, die Daten kommen noch nach. Also in den nächsten Tagen werden hier noch Social Media Tafeln für unterschiedliche, ob nun Instagram, was auch immer, mit auf der Seite bereitgestellt. Und was wir auch noch bereitstellen werden, ist im Endeffekt genauso ein QR-Code, der dann zu einer Anmeldung führt. Weil da sehe ich gerade die Anfrage. Auf der Seite müsste irgendwo Anmelden stehen. Und ich hoffe, das steht da. Wenn es da nicht steht, steht es da irgendwann ab morgen dort. Wie gesagt, das ist alles heute scharf gegangen. Kann sein, dass der Button untergegangen ist. Dann ist er auf jeden Fall morgen da. Das ist aber wichtig ist nur die Unterscheidung. Das Anmelden, das Eintragen, das Registrieren ist eine Sache. Und dann, wie gesagt, das Reporten und das Melden hinterher ist die andere Sache. Das sind zwei Paar Schuhe. So, 19.28 Uhr, Schlussworte. Andrea, komm, lass uns jetzt die Leute entlassen. Ich glaube, es war viel, viel Input. Aber erstmal großes, großes Dankeschön an Holger. Also du hast das klasse gemacht. Wir sind alle überwältigt, aber ja, krasses Thema, wichtiges Thema. Lassen Sie uns an den 5% arbeiten, genau, damit es ein Movement wird. Also wenn bei Ihnen jetzt noch Fragen aufgetreten sind, Sie können gerne uns kontaktieren unter kontakt@netzwerk-grüne-bibliothek.de. Also die Adresse von, ja, wo Sie sich eigentlich auch schon angemeldet war ja diesmal anders. Okay, also schreibt noch mal jemand in den Chat bitte. Und okay, wir sehen jetzt hier die Webseite. Genau, ich wollte es noch ergänzen. Also hier ist der Button zum Registrieren. Das wird nochmal im Text weiter ergänzt. Aber hier ist Registriere dich und sichere deinen Award. Also es gibt auch ein Zertifikat hinterher, dass man teilgenommen hat und. Und von dort kommt man auf die Meldeseite. Das ist auf jeden Fall schon da. Ja. Ganz unten findet man dann, wenn man also auf der Seite weiter nach unten geht, sieht man dann nach den ganzen Texten hier raus. Also gibt es nochmal ganze. Und auf jeden Fall ankreuzen Bibliothek. Genau. Das ist wichtig, damit dann zum Schluss gesehen wird, dass Bibliotheken ganz viel gemacht hat. Und fangen Sie einfach klein an. Also Sie müssen ja jetzt nicht unbedingt, vielleicht ist es mit den Nutzern zu viel, aber wenn Sie sich einfach in so einem ganz kleinen Team zusammenfinden, irgendwie fangen an mit einer Freundin, erzählen noch irgendwie drei anderen Leuten in der Pause davon. Machen Sie es einfach erstmal so, vielleicht unter den Mitarbeitern. Das ist irgendwie jetzt etwas niedrigschwellig. Gut, also Sie bekommen auf jeden Fall noch, ja, leider ist meine Aufzeichnung, also es gibt einen kleinen Cut, weil ich irgendwie rausgeflogen bin. Aber den Rest, den bekommen Sie. Also Sie bekommen die Links und Materialien und ja, und wir freuen uns, also würden uns sehr freuen, wenn Sie alle vielleicht Lust haben mitzumachen. Ansonsten schreiben Sie uns einfach nochmal und vielleicht machen wir auch nochmal irgendwie so eine kleine Konsultationsrunde oder dass man vielleicht nochmal irgendwie eine Fragerunde hier vorher machen kann. So.
Das und ansonsten markieren Sie sich den 16.09. und gehen alle schön Müll sammeln. Mit Jugendlichen, mit Kindern, mit den Älteren. Genau. Da gibt es viel zu tun. Und das ist gleich super sichtbar. Also denken Sie dran. Auch der 16.09. ist ein wichtiges Datum und jede Veranstaltung der Bibliothek kann sich damit beschäftigen. Da haben Sie viel Vorlauf. Super. So, dann wünschen wir Ihnen allen einen wunderbaren Abend, Restabend. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und schön aufräumen digital. Genau. Viel Spaß beim Aufräumen. In diesem Sinne. Genau. Also dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.